Ahoi, ihr Landraten, und herzlich willkommen heute zu dieser Ausgabe Let's Play World of Warships. Und wir sehen heute ein Top-Tier Stufe 10 Moskwa mit Sidian 42 an Bord. Und er hat hier ein 10er, 9er und sogar 8er Gefecht. Also von dem her sollte er hier absolut was reißen können. Und so wie es aussieht, sehen wir hier viel Damage und außerdem wird die Runde sehr, sehr knapp. Also sind wir wirklich gespannt, wie er hier sich so schlagen kann. Anfangs natürlich erstmal hier ein bisschen langsam. Man sieht auch, er stoppt, er fährt zurück. Also er ist ja recht beharrlich und dann kommt aber schon da die Tirpitz. Und jetzt schauen wir gleich mal, wie er auf die wirkt. Schießt die ja mit HE drauf. Da hat er jetzt schon die Tirpitz direkt in Brand stecken können. Und da kommen dann gleich die nächsten. Also kann hier sehr schön direkt auf die Tirpitz wirken. Tirpitz hat dann natürlich den Nachteil, dass er hier nicht so wirklich toll rankommt auf niemanden. Und dementsprechend natürlich mit den Bränden tut das schon alles ganz schön weh. Hat sich hier eine schöne Position hinter der Insel ausgesucht. Jetzt kommt er aber nicht mehr ran. Aber das hat schon gereicht. Hat die Tirpitz einfach mal 20.000 Hitpoints direkt gekostet und sogar die könnten ankommen. Ja, nochmal ein Tausender. Warum denn nicht? Ah, jetzt wieder der Greedy. Die klappen nicht mehr. Die gehen in die Insel. Kommt der eine da echt noch an? Ne. Aber, ne, ich dachte schon, er probiert es weiter. Ne, die Hipper kommt jetzt daher. Kaum ist der erste deutsche Kapitän weg, kommt der nächste direkt rangefahren. Ja, und das ist in dem Fall hier die Hipper. Auch da gibt es gleich einen Ausfall. Und Hipper dreht jetzt auch gleich bei. Der nimmt jetzt den gleichen Fahrtweg wie die Tirpitz. Auch hier direkt der Brand. Die eine Salve vorne, beziehungsweise die zwei, sind hier in die Insel gegangen. Deswegen geht er jetzt auch von der Hipper weg erstmal, sondern orientiert sich jetzt auf die New Orleans und schießt hierauf mit AP, weil die einfach schöner und seitlicher kommt. Deswegen hier gleich natürlich eine Zitadelle. Wie soll es anders sein? So, und jetzt dreht die New Orleans auch nochmal besser rüber, sodass er besser rankommt. Schade, dass er jetzt wieder auf HE gewechselt ist. Wäre wunderschön für die AP-Munition gewesen. Aber auch 5000 Schaden so und ein Brändchen funktioniert trotzdem. Jetzt nochmal mit AP, aber jetzt könnte... Nein, der kommt immer noch gut. Der fährt immer noch schön seitlich. Ah ja, und macht zwei Zitadellen. Ja, warum denn auch nicht? Und jetzt dreht die New Orleans ab. Jetzt hat sie vielleicht genug Zitadellen da bekommen. Wobei, wenn sie jetzt ganz stark abdreht, ja, ich habe es gerade schon fast befürchtet, aber nein, sie fährt erstmal geradeaus weiter. Er hat nämlich auch schon so drauf vorgehalten, dass die abdrehen könnte. So, kommt da die Hipper etwa rum? Ne, die fährt da weg. Er kann zwar drauf schießen, aber wie gesagt, durch die Ballistik dieser Projektile kommt da echt drauf und die New Orleans hat es jetzt richtig doof gemacht. Hätte sie nicht geschossen, wäre sie da jetzt nicht aufgegangen. Dadurch, dass sie geschossen ist, ist sie aufgegangen und jetzt weiß ja natürlich jeder, oh ja, die hat da mal Landgang gemacht. Das heißt, jetzt wird er natürlich da drauf geschossen und selbst wenn die erste Salve nicht klappt, die zweite Salve HE, der wird schon funktionieren. Tirpitz kommt auch mal wieder rüber. Will auch nochmal vorbeischauen. Erste Salve HE, weil er die noch geladen hat, lädt jetzt aber direkt AP nach. Tirpitz Seite mit einer Moska geht ganz klar auch AP gut rein. Aber jetzt scheinbar erstmal die New Orleans da weg haben. Schüsse kommen nicht an. Hat sie ein bisschen vorher noch angehalten. Und jetzt scheint da wieder der Fokus Richtung Tirpitz zu gehen, aber die New Orleans bleibt weiterhin sichtbar. Will hier gar nicht erst zugehen, sondern bleibt hier in meinem Kampf. Nicht so clever. Aber gut. Ist ja die Sache der New Orleans. Oh, die Hipper. Die kommt ja fantastisch da entlang gefahren. Vielleicht ein bisschen zu weit vorne.
keine Zitadelle hier an dieser Stelle. Ja, er korrigiert es nochmal ein bisschen. Und die könnten jetzt tendenziell noch ein bisschen besser kommen, schauen gut aus. Und ja, zwei Zitadellen, 13.000 Schaden. Die kommen wirklich sensationell. Nächste Salve. Also mit der Hipper so da rauszufahren, da ist ja auch noch eine Tierpilz. Also das ist ja wirklich... Oh, oh, oh. Da muss man schon ganz schön mad sein. Aber wiederum, die Hipper hat da Torpedos abfeuern können. Auf die Tierpilz. Aber naja, jetzt ist auch die Hipper weg. Das war zu erwarten. Und jetzt kommt erstmal auf keinen ran. Die einen fahren da hinter der Insel weg. Und auch er hat jetzt erstmal kein Ziel, wo er jetzt wirklich gut drauf kommt. Deswegen wird jetzt hier volle Power gegeben und Richtung Gegner gefahren. Ich würde sagen, wir geben hier etwas Gas in der Zeitspanne. Oh, da die Hipper, die steht natürlich gleich sehr, sehr gut. So. Na, die Hipper wird er nicht mehr bekommen, aber die Torpedos, da muss er aufpassen. Er bremst hier schon stark ab und dreht rein. Die hat er gut gedodged. So, jetzt wird er von hinten ein bisschen angeschoben. Gott sei Dank ist es nicht früher passiert, weil sonst hätte er hier nämlich riesig Probleme bekommen. Mit den Torpedos, aber so ist alles nochmal gut gegangen. Und jetzt haben sie hier aber ganz schön Gegner gegen sich. Vier Schiffe da an der Zahl. Aber Gott sei Dank alle nicht mehr wirklich richtig voll. Also gerade die New Orleans ist weg. Ja, jetzt drei Schiffe gegen sich. Also sehr ausgeglichen, wie ich sagen wollte. Geht jetzt auf die Tirpitz. Direkt wieder mal Feuer gelegt. Reduziert hier die Geschwindigkeit drastisch. Will hier wohl nicht direkt rausfahren. Und jetzt wird die Tirpitz erstmal fokussiert. Hat auch noch viermal heilen gut, also da kann er noch einiges die Runde anstellen. So, die Tirpitz, die ist hier mal stark am Kuscheln. Er zieht sich jetzt ein bisschen zurück. Nicht, dass er von hinten noch die Salbe reinbekommt von der Tirpitz, das wäre unschön, aber alles gut gegangen. Und jetzt, wie gesagt, die Iowa, die ist natürlich ein Monsterschiff, auch schon gesehen hier auf dem Kanal. Aber jetzt in dem Augenblick hat die Iowa eher schlechte Zeiten zu überstehen. Immer schön, wie das Thema Brände hier passiert. Spielt ihr natürlich gut rein in das Ganze. Und ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, in der Runde allein hat er knapp 60.000 Schaden nur durch Brände verursacht. Also, das darf man wirklich nicht unterschätzen. Und hier der nächste natürlich. Gut geht's rein. Ja, super, super einfach, wie der Schaden rumkommt. So, und jetzt, man sieht auch, das Ding brennt lichterloh. Auch wenn es alles so kleine Nadelstiche sind, aber die tun einfach verdammt weh. Schaut mal, wie das runtertickt mit den Bränden. Knapp 1000 jedes Mal. Und dann, wenn natürlich noch die Schüsse extra kommen, das nervt grandios. Also da glaube ich, der Iowa hat die keinen Spaß gehabt. Die dürfte jetzt, genau, wollte gerade sagen, die wird jetzt auch zerstört. Der dritte Kill.
So, erstmal wieder auf keinen, den er hier draufkommt. Dann doch, die Tirpitz kommt da wohl rum. Die, ja, die ist da ganz knapp zum Beschießen. Die Heckkanone muss zwar noch ausrichten, aber das stört die Vorderen gar nicht. Da kommt er super drauf. Ich glaube, jetzt wird er auch gleich wieder langsamer. Weil jetzt kann er nämlich sonst auch gleich nicht mehr wirken, weil die Ballistik einfach das nicht hergibt. Genau jetzt nämlich. Ja, das war jetzt nicht so clever. Vielleicht wollte er da Richtung Montana fahren. Auf jeden Fall geben wir mal ein bisschen Gas. Weil jetzt kann er nicht mehr auf die Tirpitz wirken. Ich glaube, der will sich hier um die Montana kümmern, beziehungsweise um das, was da in seinem Cap steht. Ja, und da hat er gleich zwei Torpedos abbekommen. Und da ist die Fletcher. Hätte er vielleicht mal ein bisschen früher das Radar anmachen können, unter Umständen. Aber, naja. Jetzt sieht er sie ja. Heilt sich auch. Also von dem her hätte auch alles schlimmer passieren können. So. Fletcher pendelt leicht rüber. Er vergeigt hier den Schuss. So, jetzt hat er zwar mal das Torpedorohr beschädigt. Und da ist jetzt der zweite Zerstörer. Den ersten hat er weg. Brennt jetzt hier. Da die nächsten Torpedos wird es wahrscheinlich noch abwarten, ob der Torpedo da einschlägt. Und auch den kann er knapp dodgen. Sehr schön. So, auch hier jetzt. Ah, den Antrieb beschädigt. Sehr gut. Da wird er deutlich langsamer jetzt werden und kann nicht mehr so einfach abhauen und manövrieren natürlich. Auch hier könnt ihr jetzt wieder das Radar nutzen. Macht er jetzt auch. Sieht man unten, ist aktiv. Perfekt. Und das ist natürlich ganz, ganz schlecht für jeden Zerstörer, sobald der Gegner ein Radar hat. Live Gearing, Live and Spot. Ich glaube, er meint Live. Beziehungsweise, dass er einfach nur überleben soll. Aber, naja, ich glaube, die Gearing kommt da nicht mehr weg. Der Gegner ist aber mit den Tickets immer noch vorne. Das darf man hier gar nicht außer Acht lassen. Und sein Schaden summiert sich immer weiter. So. Gegner ist immer noch vorne. Aber er hat seinen fünften Kill gemacht und damit die Krake freigelassen. Wir sehen nur noch 4 Minuten 40. Und jetzt schauen wir mal, ob es die Runde überhaupt noch, ob das ein Sieg wird oder nicht. Da die Tirpitz. Die lugt hier so ein bisschen raus. Ganz wichtig, jetzt der Tirpitz keine Zitadelle erlauben. Die Montana kommt da auch noch. Gar keine schöne Position, die er sich da jetzt in Summe ausgesucht hat. Auch die Montana schaut auf ihn hier. Also einer der beiden muss noch zerstört werden. Das ist ganz essentiell für die Runde. Uns wird auch geschrieben, Montana first. So, und wieder mal ein Brand. So, Montana wird deutlich langsamer, wie man sieht. Heilt sich jetzt auch. Brand ist keiner mehr vorhanden. Er zielt jetzt ein bisschen. Ich würde eher mittig zielen, also gerade bei der jetzigen Geschwindigkeit. Steht jetzt auch mittlerweile. Also jetzt ist da wirklich definitiv sogar der Rückwärtsgang bei der Montana angesagt. 3 Minuten 10 noch. Großkaliber hat er sich jetzt geholt. So, 14.000. Heilen kann er sich jetzt erstmal nicht mehr. Brand oder sonstiges hat er aber auch nicht. Er selber, also hier in der Moskwa, heilt sich jetzt aber wiederum. Sehr gut, ist auch sehr wichtig, wie man sieht. Weil der Treffer, der hat schon einiges gekostet. Aber die Montana, die muss jetzt definitiv weg. Gefühlt ein bisschen wenig Schaden, was seine Mates hier in den Schlachtschiffen machen. So. Noch 1756 mit der nächsten Salve. Könnte das Ganze dann hier schon
für die Montana zu Ende sein. Noch nicht, aber er brennt und damit ist er jetzt weg. Und jetzt liegen sie mit 50 Tickets ganz knapp, aber doch in Führung. Und schau mal, ob das hier noch knapp wird. Und es wird ja auch geschrieben, Awesome City and GG. Flugabwehrmannschaften in normaler Alarmbereitschaft. So, man sieht, 30 Sekunden noch, kommen hinten rum. Ah, da kriegt er nochmal zwar einen Treffer, auch noch, oh, da nochmal ein Satter. Muss jetzt aufpassen, von da keinen Damage mehr zu bekommen. Aber ich kann euch verraten, die Runde geht mit dem Sieg hier aus. Es kommt auch kein Schadenspunkt mehr, den er ergattert. Von dem her war es eine tolle Runde. 6 Kills, über 200.000 Schaden. Er hat hier alles gemacht, sein Team zum Sieg zu führen. Und das war wichtig. Also, war eine schöne Runde mit der Moskwa. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.